Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Folge von Tab Rider. So, mal gucken, was die nächste Schriftart ist. Futura. Dum, dum, dum. Ich hab den noch gar nicht eingesammelt, den A, oder? Der ist doch jetzt einfach durch diese Form verschwunden. Hä? Ich krieg's nicht. Aha. Also ich kann auch durch diese Form die Buchstaben einsammeln, oder was? Na dann. Hä? Ich stecke fest. Hä? Sie peilt's nicht. Und ab. Nee, hab ich gedacht. Komm schon, schnell. Nein. Hallo? Nein, nein, nein. Ach, Mann. Also irgendwie lässt es hier echt voll magisch steuern. Die Futuristin. Schnell lesen. Design für die Titelseite von Musica Futurista von Umberto Boccioni, 1912. Die Futuristen. Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte sich in Europa eine außerordentlich künstlerische Vielfalt. Gleich mehrere innovative Bewegungen warfen die typografischen Gepflogenheiten über den Haufen und definierten neuartige Möglichkeiten für den Gebrauch von Buchstaben und Schrift. Die Kubisten, darunter George Braque, Pablo Picasso und Robert Delaunay, bahnen der abstrakten Kunst den Weg, indem sie die dargestellten Objekte auf ihre geometrischen Grundformen reduzierten. Sie ließen gedruckte Schrift in ihre Werke einfließen und schufen Kompositionen, indem sie ihre Leinwände mit Zeitungsausrissen beklebten. Der Einfluss des Kubismus blieb in allen folgenden künstlerischen Strömungen spürbar. Zur gleichen Zeit schart der Dichter Filippo Tommaso Marinetti, der 1909 das erste Manifest des Futurismus veröffentlichte, eine Gruppe avantgardistischer junger Maler und Musiker um sich. Die italienischen Futuristen lehnten die klassische Kunsttradition ab und verherrlichten die industrielle Moderne. Sie waren fasziniert von modernen Maschinen wie den Automobilen, die ihnen neue künstlerische Perspektiven eröffneten, und interessierten sich besonders für die Darstellung von Bewegungsabläufen. Außerdem distanzierten sich die Futuristen von den herkömmlichen Verwendungsformen von Schrift und bemühten sich, die Wörter von den Zwängen des Verlagswesens zu befreien. Ihre Werke sollten nicht nur gelesen werden, sondern beim Leser einen visuellen Eindruck hinterlassen. Besonders gerne kombinierten die Futuristen daher verschiedene Schriftarten und Größen. Na denn. Hopp, hopp. Na, eingequetscht. Ab, ab. Ja. Ab. Ha, ha. Hä? Ha. Ha. Ha, ha, ha. Schnell. Ach, Mann, oh. Und hopp. Hopp. Wo geht's jetzt hin? Mann, ist das Level hier crazy. Nein, 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 nein. Hui. Ich blick's überhaupt nicht, wo es hier lang geht. Ich hier runter und dann springe ich darüber und darüber und lande hier und springe da und lesen. Bada. Bada. Oh. Head von Raoul Hausmann 1923. Da, 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 da.
Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 hielt der Dadaismus in Europa Einzug. Die Bewegung wurde 1916 von einer kleinen Künstlergruppe in Zürich gegründet, darunter der rumänische Dichter Tristan Tzara und der deutsch-französische Maler Hans Arp und Hans Arp und eilte die Technikbegeisterung der italienischen Futuristen nicht. Als Ausdruck einer pazifistischen und antibürgerlichen Grundhaltung bediente sich Dada der Mittel des Spotts und der Absurdität, um beißende Sozialkritik zu üben. Aus künstlerischer Sicht stand Dada für die Infragestellung sämtlicher überkommener Zwänge und Konventionen. Die Dadaisten verfassten zahlreiche Texte, Flugblätter und Plakate und bedienten sich dafür den modernen Techniken von Collage und Montage. Das Kriegsende begünstigte die Verbreitung der Bewegung, die rasch in ganz Europa Fuß fasste und 1918 insbesondere nach dem Anschluss des renommierten Malers und Bildhauers Marcel Duchamp Höhepunkte erreichte. Doch die Dada-Bewegung verlor schon bald ihren ursprünglichen Elan und spaltete sich nach 1921 immer weiter auf. Interne Konflikte führten 1923 zum endgültigen Bruch zwischen den Mitgliedern. Ein Teil von ihnen schloss sich dem Schriftsteller André Breton an, der 1924 das erste Manifest des Surrealismus verfasste. Nadine. Und weiter geht's. Okay. Cassandra. Jetzt habe ich es gepeilt. Ich muss schießen, ich muss spritzen. Katalog für die Darstellung der Schriftart Bifour, Debernay und Pignot, 1929. Cassandra. Der gelernte Maler Adolphe Jean-Marie Mouan wurde durch seine Arbeit als Werbegrafiker bekannt. Ab 1922 signierte er seine Werke mit dem Pseudonym Cassandra. Cassandra räumte die Typografie in seinen Werken eine zentrale Rolle ein und verwendete Worte wie grafische Elemente, anstatt wie die meisten seiner Zeitgenossen Text und Illustration voneinander zu trennen. Er entwarf die Buchstaben für seine Plakate selbst und bevorzugte lineare, serifenlose Schriften. Nach einer Begegnung mit dem Schriftgießer Charles Pennant entwickelte er mehrere Schriftarten für die Gießerei Pennant. Bifour 1929, Ancien 1935 und Pennant 1937, die den Namen ihres Auftraggebers trägt. Mit den Jahren wandte sich Cassandra von der Plakatkunst ab und widmete sich der Malerei und der Gestaltung von Bühnenbildern. Sein außergewöhnlicher, von der Arbeit der Kubisten und italienischen Futuristen inspirierter Stil sollte die französische Grafik jedoch nachhaltig prägen. Er zeichnete sich besonders durch den Rückgriff auf geometrische Formen zur Objektdarstellung sowie durch ein spektakuläres Farbenspiel aus. Cassandra war auch für seine meisterhafte Beherrschung der Spritzpistole berühmt. Das Airbrushing wurde im späten 19. Jahrhundert in den USA erfunden und besteht darin, mit einer pinselgroßen Spritzpistole feine Farbschichten auf beliebige Untergründe aufzutragen. Die Druckluft zerstäubt das Medium auf der zu bemalenden Oberfläche, wodurch feinste Abstufungen und hochpräzise Linienführung ohne Kontakt mit dem Trägermaterial realisiert werden können. Das Verfahren fand Ende der 1920er Jahre eine größere Verbreitung und wurde von Cassandra für zahlreiche Werbeplakate-Entwürfe verwendet. Nadine. So, und spritz. Nein. Nochmal. Und spritz. Mann, komm schon. Ab mit dir. Besser. Und hoch. Und nein. Hä? Was? Hä? Was war denn das für ein Beschiss? Und nicht so, ja, toll. Geschafft. So, ja. Hopp. Hopp. Ja, Mami. Nee.
Lal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 a. Hä? Oh, auf Anhieb! Der russische Konstruktivismus. Mann! Alle Industrien und Fabriken müssen im Sinne der wirtschaftlichen Schockbrigaden arbeiten. Russische Schule 1931. Der russische Konstruktivismus. In Russland kam es im Verlauf der Oktoberrevolution 1917 unter dem Einfluss von Künstlern wie Wladimir Tatlin in der Ukraine und Alexander Rodchenko in Russland zu einer raschen Entwicklung der konstruktivistischen Bewegung. Deren Mitglieder lehnten die reine Reproduktion einer überkommenen Formensprache ab und ließen sich für die Schaffung neuer Kunstformen von Industriemaschinen inspirieren. Als Verfechter einer Gebrauchskunst standen die Konstruktivisten für eine geometrische Raumkonstruktion und die Verwendung geometrischer Elemente wie Kreis, Rechteck und Gerade. Für Tatlin und seine produktivistischen Kollegen sollte die Kunst im Dienst des Volkes stehen und somit als Sprachrohr der kommunistischen Herrscher fungieren. Einige Konstruktivisten vermutlich beeinflusst durch den Suprematismus von Kasimir Malevich, einem der ersten abstrakten Künstler seiner Zeit, forderten dagegen die Freiheit und Unabhängigkeit der Kunst. 1921 kam es zu einer Spaltung zwischen der Mehrheit der Produktivisten und einem Teil der Konstruktivisten, die für das Spirituelle in der Kunst eintraten. Unter letzterem befand sich auch der russische Maler Wassily Kandinsky, der als einer der Gründerväter der abstrakten Kunst gilt. Neben anderen Medien wurde vor allem die Plakatkunst von den Konstruktivisten nachhaltig geprägt. Die Kombination von Farbe und Fotografie sowie das Experimentieren mit Verfahren wie Juxtaposition und Montage machten ihre Schöpfungen zu Meisterwerken der modernen Druckkunst. Sie zeichneten sich vor allem durch ihre geometrische Komposition aus, die oft entlang einer diagonalen Achse verläuft. Als Propagandainstrumente erreichten sie nicht selten Auflagen von 20.000 Stück. Nein! Nein! Juhi! Halt! Halt! Mami, da fehlt noch ein Buchstabe. Ah. Juhu! Wow, war nicht zu weit. Oh, mein Gott. Hab, hab, hab. Nein, 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 nein. Wow, juppat. Nein, nein. Nein, 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 nein. Nein. Ganz ruhig, entspannt euch. Meine Güte. Und da wohl auch nicht. Hä? Oh Mann, meine beiden Kugeln haben beide überlebt. Ach komm. Schnell, schnell, nein, 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 nein. Nein, nein, na. Darunter, darunter, darunter. Da lang, da lang, da lang. Ach, komm schon. Hopp, hopp, hopp. Das Bauhaus. Lese.
Im Bauhaus von Dessau 1925 bis 1926 hat er lange überlebt. Das Bauhaus. Das Bauhaus war ursprünglich eine Kunst- und Kunsthandwerkschule, die 1919 von dem deutschen Architekten, Designer und Städteplaner Walter Gropius unter dem Namen Staatliches Bauhaus in Weimar gegründet wurde. Im gleichen Jahr veröffentlichte Gropius das Bauhausmanifest, in dem er behauptete, es gibt keinen Wesensunterschied zwischen dem Künstler und dem Handwerker. Die Prinzipien des Bauhauses haben eine ganze Generation von Künstlern, Architekten und Designern in Deutschland und der ganzen Welt geprägt. Die Schule war in Werkstätten unterteilt, die einem handwerklichen Werkmeister, einem künstlerischen Formmeister unterstellt waren. Gropius holte renommierte Künstler wie Wassily Kandinsky und den Maler Paul Klee nach Weimar. 1922 entwickelte Gropius die Ziele der Schule hin zu einer Reflexion über den Einsatz industrieller Verfahren und stellte das Programm des Bauhauses unter das neue Motto Kunst und Technik eine neue Einheit. Der Schweizer Architekt Hannes Meyer löste Gropius 1928 ab und reformierte die Ausbildung im Bauhaus. Er forderte danach mehr Nützlichkeit und trat für eine wissenschaftliche Herangehensweise ein, die Vorrang vor der Ästhetik haben sollte. Er predigte die Demokratisierung der Ausbildung im Bauhaus und hob die Zahl der Studierenden auf 200 an. Doch Meyer geriet wegen seines politischen Engagements für die Kommunisten in die Kritik und wurde durch den Architekten Mies van der Rohe ersetzt. Wer nennt sein Kind mit Vornamen Mies? Hey, Mies, komm her. Mies, du bist Mies. Der die Schule entpolitisierte. Diese wurde nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 endgültig geschlossen. Doch Bauhaus gilt bis heute als eine der wichtigsten künstlerischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts. Ach ja. So, und flupp. Und flupp. Wow, 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 wow. Mami. Ah. WWE. Naja, fehlt das E, aber sonst. E. E. Nein. Ich werde gleich so zerquetscht. Oh, gut. Lücke. Lücke zum Liebhaben. Und hopp. Und hopp. Ah. So, was kommt. Hä? Ich hab so keine Ahnung, was ich hier mache. Futura. Hä? Da bräuchte ich keine neue weiße Kugel eigentlich? Ich blick's nicht so ganz. Zeichnung der Schriftart Futura von Paul Renner 1928. Futura. Die deutsche Bauhausbewegung weckte das Interesse einer jungen Typografengeneration. Der deutsche Typograf und Modellbauer Jan Tschichold entdeckte das Bauhaus 1923 in Weimar und schloss sich ihm sofort an, indem er den Leitsatz des Bauhauses, die Form folgt aus der Funktion, verinnerlichte. Wurde er zum Pionier der neuen Typografie. 1925 veröffentlichte er seine elementare Typografie und wurde zum ständigen Typografen des Bauhauses. Tschichold lehnte jegliche Spielereien und überflüssige Elemente ab. Er bevorzugte lineare Schriften und empfahl asymmetrische Layouts, die die Aufmerksamkeit effizienter auf sich ziehen und sich von den Werbeplakaten der damaligen Zeit abhoben. Hey. Hey. 1927 entwarf der deutsche Graveur und Designer Paul Renner, der den Positionen des Bauhauses ebenfalls nahe stand, die Schrift Futura. Der gelernte Architekt und Maler wollte die Prinzipien des Modernismus auf seine Arbeiten mit Buchstaben und Schrift anwenden. Seine Schrift ist abgerundet und minimalistisch. Als avantgardistischer Typograf wollte er Schriften schaffen, die frei von jeglichen nationalen Konnotationen sein sollten. Für Futura, die er für die Schriftgießerei
Bauer entwarf, stürzte er sich auf die geometrische Form und verzichtete auf Serifen, die in seinen Augen nur unnützes Schmuckwerk darstellten. Unter dem Einfluss des Bauhauses und nachrennendes Prinzipien entstanden in Deutschland weitere Schrifttypen wie Erba oder die 1928 von Herbert Bayer entwickelte Schrift Bauhaus. Sie werden wegen ihrer Einfachheit und guten Lesbarkeit bis heute geschätzt. Ja, so ist das. Ja, ich brauche jetzt eine blöde Kugel, oder nicht? Ja. Nein! Nein, 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 nein. Ab und hoch mit dir. Schwebe, 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 schwebe im Sauseschritt. Guck das Navi und orte dich. Nimm dich im Porsche mit. Ach, Mano! Jetzt sehe ich halt wieder nichts mehr. So laufen lassen. Und hopp, ja. Und jetzt rollt er beim A einfach runter. Ach, perfekt. Es dreht sich so rum. Ja, jetzt muss ich. Und hopp. Yes. Und mitkommen. Pow, 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 Futura. Anstrengend dieses Spiel, aber sowas von. Ja, das war die Schriftart Futura. Ich hoffe, diese Folge von Typewriter hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt The Let's Play Typewriter. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und lest einfach ein paar mehr Bücher, dann muss ich nicht solche Spiele spielen. Ciao.